Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Missbrauchskomplex Münster sind die Angeklagten heute zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Außerdem ordnete das Landgericht anschließende Sicherungsverwahrung für 4 Täter an. Der 28-jährige Hauptangeklagte muss wegen schweren Kindesmissbrauchs für 14 Jahre hinter Gitter. 3 Mitangeklagte erhielten Haftstrafen zwischen 10 und 12 Jahren. Der vorsitzende Richter nannte es verstörend, wie die Männer grausamste Gewalttaten ohne jeden Skrupel verübten. Ohne sichtbare Regung nehmen die Angeklagten ihre Urteile auf. 2 hatten sich immerhin in ihren Schlussworten entschuldigt. Der Haupttäter dagegen schwieg. Doch was die Männer den Kindern angetan haben, hatten sie selbst gefilmt. Die Aufnahmen waren das wichtigste Beweismittel. In einer Gartenlaube in Münster hatte Adrian V. mit 3 weiteren Männern Kinder über mehrere Tage vergewaltigt, die Bilder übers Internet verbreitet und so Kontakt zu anderen Pädokriminellen gesucht. Die Opfer, ein 5-jähriger Junge und der damals 10-jährige Sohn seiner ehemaligen Lebensgefährtin, den er auch übers Netz angeboten hat. Mit diesem Kleinbus ist Adrian V. durch ganz Deutschland gefahren und hat sich mit anderen Männern getroffen, die zum Teil ihre eigenen Kinder mitbrachten, um sich gemeinsam an ihnen zu vergehen. V.s Mutter wurde wegen Beihilfe verurteilt. Sie wusste von den Taten des Sohns und hatte ihm die Gartenlaube überlassen. Das Gericht hat sehr deutlich gemacht, dass sich an diesen Tagen grauenhafte Szenen ereignet haben müssen. Selbst für solch erfahrene Berufsrichter, die wiederholt und immer wieder mit solchen Fällen beschäftigt sind, wurden die Grenzen des Vorstellbaren bei weitem überschritten. Und das merkte man in der Urteilsbegründung. Dem vorsitzenden Richter versagte die Stimme, der Beisitzer übernahm und sagte hörbar betroffen, er habe nicht den geringsten Zweifel, dass die Männer einen ausgeprägten Hang zu Pädophilie haben, daher die Sicherungsverwahrung nach der Haftstrafe. Und wörtlich ergänzte er, sie dürfen niemals raus. Ich kann völlig verstehen, dass auch das Gericht in der mündlichen Urteilsbegründung hier sehr emotional geworden ist. Es ist ein Verfahren, was allen Verfahrensbeteiligten sehr nahe geht. Dennoch ist es eine rein rechtliche Beurteilung, ob hier eine Sicherungsverwahrung verhängt wird oder nicht. Die Verteidiger werden wohl Revision einlegen. NRW-Innenminister Reul zeigt sich zufrieden mit den Urteilen. Es ist eben Schluss damit, dass Missbrauch von Kindern behandelt wird wie Ladendiebstahl. Der Missbrauchskomplex Münster ist damit bei weitem noch nicht abgeschlossen. Erst die Hälfte der sichergestellten Datenträger wurde ausgewertet. Die Ermittler gehen von mindestens 30 Opfern und 50 Tatverdächtigen aus. Im vergangenen Monat wurden weitere mögliche Täter auf Videos identifiziert und festgenommen. Um den gesamten Komplex aufarbeiten zu können, hat Nordrhein-Westfalen die Zahl der Ermittler aufgestockt. Sexueller Missbrauch von Kindern geschieht fast täglich, doch die wenigsten Fälle werden aufgeklärt. Das heutige Urteil soll ein Warnsignal für Täter sein. Sie müssen damit rechnen, bis ans Lebensende weggesperrt zu werden. Angesichts der derzeit günstigen Pandemieentwicklung wollen die Bundesländer wieder Zuschauer bei Sportgroßveranstaltungen zulassen. Bereits zum Start der kommenden Fußball-Bundesliga-Saison können demnach bis zu 25.000 Menschen in die Stadien. Bayern will die Grenze schon bei 20.000 ziehen. Während der Europameisterschaft hatten bereits Spiele in München mit bis zu 14.500 Zuschauern stattgefunden. Wieder im Stadion jubeln, anstatt nur draußen beim Public Viewing. Das könnte ab nächster Saison wieder möglich werden, geht es nach den Chefs der Staatskanzleien der Länder. Bis maximal 25.000 Zuschauer sollen wieder auf Sportveranstaltungen erlaubt sein und auch große Kulturereignisse. Auch wenn jetzt viele geimpft sind, mahnen Virologen zur Vorsicht wegen der Delta-Variante. Der Prozentsatz derer, die jetzt gefährdet sind, ist schon kleiner, als wenn jetzt überhaupt kein Mensch geimpft wäre. Aber die Impfung schützt ja auch nicht zu 100%. Das heißt, ich habe einen Teil Nicht-Geimpfte und ich habe einen Teil derer, die sich einfach trotz Impfung noch anstecken. Ab morgen ist auch Urlaub unter anderem in Portugal, Russland oder Großbritannien wieder einfacher möglich. Die Länder sind nicht mehr als Virusvariantengebiet eingestuft. Für Genesene und Geimpfte entfällt die Quarantänepflicht bei Rückkehr. Zugleich sorgen Zahlen aus Israel für Diskussion. Wegen der Delta-Variante schütze dort der Impfstoff BioNTech womöglich nur noch zu 64%.
Schwere Verläufe sind aber weiter eher unwahrscheinlich. Noch sind es nur erste Daten, keine umfangreiche Studie. Gesundheitsexperte Lauterbach meint, man müsse die Situation in Israel beobachten. Es kann durchaus sein, dass die Impfungen ohne jeden Lockdown, also wenn wir wieder ganz normal miteinander zusammenleben, dass die Impfungen dann nicht so stark wirken, weil man dann sehr viel stärker exponiert wird. Und wenn dann tatsächlich die Impfwirkung sinkt in dieser Größenordnung, dann hätten wir auch im Herbst ein Problem. Treffen würde das auch Kinder, die noch nicht geimpft sind. Der Ruf aus der Politik, Kinder ab 12 Jahren impfen zu lassen, wird immer lauter, auch am Abend bei der Gesundheitsministerkonferenz. Die Ständige Impfkommission will sich aber zu einer Empfehlung nicht drängen lassen. Wir müssen die Dinge genau prüfen, wir müssen die Daten haben, wir müssen sicher sein, dass, und dann können wir die unter Umständen eine Empfehlung ändern. Das ist das wissenschaftliche Vorgehen und daran sind wir gebunden. Vor August werde es sicher noch keine Empfehlung geben, so der STIKO-Chef, denn bis dahin seien noch keine ausreichenden Daten zu Kinderimpfungen vorhanden. Die von der Bundesregierung eingesetzte Zukunftskommission hat einen grundlegenden Umbau der Landwirtschaft in Deutschland empfohlen. Dabei sollen höhere Umwelt- und Tierschutzstandards gelten, auch wenn dies zu Preissteigerungen führen sollte. Das Expertengremium hatte rund 10 Monate beraten. Heute übergab es den Abschlussbericht an Kanzlerin Merkel. In der Kommission vertreten waren rund 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt- und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz. Bauern rollen 2019 mit ihren Treckern bis nach Berlin, lassen ihrer Wut freien Lauf wegen immer neuer Auflagen. Eine Einigung mit Umweltschützern und der Politik scheint lange Zeit in weiter Ferne. Etwa ein Jahr später setzt die Kanzlerin die Zukunftskommission Landwirtschaft ein. Heute sagt Angela Merkel selbstkritisch: Es war schon ziemlich spät in der Legislaturperiode, als uns das endlich einfiel. Aber das Ende der Legislaturperiode hat jetzt, glaube ich, die Sache auch befördert. Und jetzt haben wir einen schönen Packen für alle, die potenziell regierungsfähig sein werden. Die kommen an diesem Bericht nicht mehr vorbei. Die Zukunftskommission empfiehlt unter anderem, staatliche Förderung für Landwirte soll künftig an Bedingungen geknüpft werden, etwa Maßnahmen für mehr Klima- und Tierschutz. Verbraucher sollen weniger tierische Produkte essen. Es soll einen Ausgleich für ärmere Haushalte geben, wenn die Preise für Lebensmittel durch den Umbau steigen. Eine wegweisende Einigung, sagen die beiden jüngsten Vertreterinnen der Zukunftskommission aus Landwirtschaft und Umweltschutz im ARD-Hauptstadtstudio. Jede Generation hat etwas zu meistern. Ich glaube, wir müssen das jetzt einfach angehen, haben jetzt aber endlich auch mal ein Ziel quasi, wo es hingeht, weil genau das Ziel hat den Landwirten jetzt auch zuletzt gefehlt. Wir erwarten ganz klar, dass die künftige Bundesregierung unsere Empfehlungen annimmt und in den Koalitionsverhandlungen die Umsetzung dieser Maßnahmen vorsieht. Der Umbau der Landwirtschaft, eine Mammutaufgabe, die die Große Koalition in weiten Teilen der kommenden Regierung überlässt. Der Weg dorthin ist für die Zukunftskommission eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deutlich wird auch, der Umbau wird Geld kosten. Mehr als von der Politik dafür bisher vorgesehen ist. Beim Staatsbesuch des niederländischen Königspaares in Berlin stand das Programm heute im Zeichen der Politik. König Willem-Alexander und seine Frau Maxima wurden am Nachmittag von Kanzlerin Merkel empfangen. Über den Inhalt des Gesprächs wurde allerdings nichts bekannt. In einer Rede vor dem Bundesrat rief das niederländische Staatsoberhaupt zum gemeinsamen Kampf gegen den Klimawandel auf. In Belarus hat das oberste Gericht den Oppositionspolitiker Viktor Babariko zu 14 Jahren Straflager verurteilt. Ihm wird Geldwäsche, Bestechung und Steuerhinterziehung vorgeworfen. Vor der letzten Präsidentenwahl galt Babariko als aussichtsreicher Kandidat der Opposition gegen Machthaber Lukaschenko. International sorgte der Richterspruch für scharfe Kritik. Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Kofler sprach von einem Willkürurteil am Ende eines Schauprozesses. In Österreich steht der ehemalige Vizekanzler Strache wegen Vorwürfen der Bestechlichkeit vor Gericht. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Politiker gegen eine Parteispende und weitere private Vergünstigungen einem befreundeten Klinikbetreiber zu einer vorteilhaften Gesetzesänderung verholfen haben. Strache wies die Vorwürfe zurück. Der frühere Vorsitzende der rechtspopulistischen FPÖ war 2019 im Zuge der sogenannten Ibiza-Affäre zurückgetreten, die die Korruptionsermittlungen ins Rollen brachte.
Ein im Osten Russlands vermisstes Passagierflugzeug ist aller Wahrscheinlichkeit nach abgestürzt, wie erste Bilder von der mutmaßlichen Unglücksstelle zeigen. Die Maschine mit 28 Menschen an Bord war auf dem Weg von der Regionalhauptstadt Petropavlovsk-Kamtschatski nach Palana, als der Kontakt abbrach. Rettungskräfte entdeckten wenige Kilometer vom Zielort entfernt Wrackteile. Wegen einbrechender Dunkelheit wurde die Suche nach Überlebenden unterbrochen. Großer Auftrieb auf dem roten Teppich mit dem Musikfilm Annette des französischen Regisseurs Léos Carax sind am Abend die internationalen Filmfestspiele in Cannes eröffnet worden. Der Neustart nach der Corona-Pause im vorigen Jahr gilt als wichtiges Signal für die gesamte Kinobranche. Im Wettbewerb des wichtigsten Filmfestivals der Welt konkurrieren bis Ende nächster Woche 24 Beiträge um die Hauptpreise, darunter die Goldene Palme für den besten Film. Start auf dem roten Teppich. Das 74. Filmfestival von Cannes hat soeben begonnen. Im vergangenen Jahr waren die Filmfestspiele wegen Covid ausgefallen. In diesem Jahr kehren die Stars zurück an die berühmte Croisette. Touristen mischen sich mit Cineasten, allerdings unter strengen Corona-Auflagen. Ich bin gespannt auf die neuen Filme. Das hat uns so gefehlt im letzten Jahr. Wegen Covid kommen leider viele internationale Stars nicht, aber einige schon. Genial. Zum Beispiel er, der US-Regisseur Spike Lee, der Jurypräsident, der erste Schwarze. Kritisch und kämpferisch. This world is run by gangsters. Diese Welt wird von Gangstern regiert. Agent Orange, also Trump, dieser Typ in Brasilien und Putin, denen muss man widersprechen. Die machen, was sie wollen. Der Eröffnungsfilm ist eine Musikkomödie, Annette, mit Marion Cotillard und Adam Driver als Künstlerpaar in den Hauptrollen. Im Mittelpunkt aber steht sie heute Abend. Jodie Foster erhält die Goldene Ehrenpalme für ihr Gesamtwerk als Schauspielerin und Regisseurin. 24 internationale Filme laufen im Wettbewerb. Ein Deutscher ist allerdings auch in diesem Jahr nicht dabei. Die Branche versucht, nach einem verlorenen Jahr Corona hinter sich zu lassen. Und von Spike Lee als Jurypräsidenten erhofft man sich einen starken politischen Impuls für dieses immer noch bedeutendste Filmfestival der Welt. In gut einer Dreiviertelstunde beginnt im Londoner Wembley Stadion das erste Halbfinalspiel der Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und Spanien. Italien gilt als Favorit nach den bisherigen starken Spielen beim Turnier. Im Vorfeld hatte es Kritik gegeben an der Zulassung großer Zuschauermengen trotz steigender Corona-Zahlen. Die italienischen Fans geben den Ton an. Die Vorfreude in beiden Lagern groß, wenngleich nicht alle Tickets fürs Halbfinale verkauft wurden. Rund 58.000 Besucher werden in Wembley erwartet. Sie müssen in England leben, geimpft, genesen oder getestet sein. Spanien mit Trainer Luis Enrique ist dreifacher Europameister und dennoch nur Außenseiter gegen die starken Italiener. Unabhängig davon ist die Zuversicht bei den Spaniern groß. Wir haben eine sehr klare Idee, wie wir die Partie gegen Italien gewinnen können. Die Spieler glauben an sich und das macht mich sehr zuversichtlich. Stadionankunft von Roberto Mancini und seiner Mannschaft. 32 Spiele ist Italien ungeschlagen. Dennoch haben die Italiener in jüngerer Vergangenheit zumeist den kürzeren gegen Spanien gezogen. Rückblick, Tränen und Trauer bei den Azzurri 2012 nach dem EM-Finale. Vor 9 Jahren siegte Spanien 4:0 über Italien und wurde Europameister. Ich habe ganz bittere Erinnerungen an diesen Tag in Kiew. Wir waren komplett unterlegen und das hat sich furchtbar angefühlt. Nun also das Wiedersehen im Halbfinale. Vieles spricht für einen spannenden Abend in Wembley. Angelique Kerber ist beim Tennisturnier in Wimbledon ins Halbfinale eingezogen. Die Siegerin von 2018 gewann gegen Karolina Muchova aus Tschechien mit 6:2 und 6:3. Gegnerin im Halbfinale ist die Weltranglistenerste Ashley Barty. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 7. Juli. Ein Ausläufer des Tiefs über der Nordsee bringt der Südosthälfte noch Regenfälle.
Hier regnet es in der Nacht zum Teil kräftig und ergiebig. Vor allem in Bayern sind noch heftige Gewitter dabei. Sonst bleibt es meist trocken. Morgen ist es oft freundlich, mit Sonne, Wolken und nur wenigen Schauern. Später lockern auch im Osten und Südosten von Westen her die Wolken auf. Heute Nacht Abkühlung auf Werte zwischen 18 und 8 Grad. Morgen werden im Erzgebirge 18, sonst 20 bis 26 Grad erreicht. Am Donnerstag wechselhaft mit Regen oder Schauern und Gewittern, im Süden und Südwesten Unwettergefahr. Am Freitag wird es in den westlichen Landesteilen gebietsweise freundlicher, am Samstag dann insgesamt, bevor aus Westen neue Schauer und Gewitter aufziehen. Ingo Zamperoni hat um 21.50 Uhr in der Halbzeitpause diese Tagesthemen für Sie. Mutig oder verantwortungslos, was die Briten von Johnsons radikalem Öffnungsplan halten und wieder unter Palmen, wie die Filmbranche in Cannes neuen Mut schöpft. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.